Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Channel, zu einer neuen Challenge-Folge. Und zwar werden wir heute zusammen mit der Jonas-Spielecke ein kleines Battle durchführen. Und zwar haben wir die wunderschönen Waffen hier, die ihr sehen könnt. Diese, ja, ihr seht es selber, heftigen Waffen. Und damit werden wir uns gegenseitig bekriegen. Und ja, wer am meisten Kills damit macht, der hat gewonnen. Ja. Und so ist die Regel. Wir haben ein Gebiet ausgemacht, ja. Und zwar dieses Gebiet will ich jetzt auf der Karte zeigen. Das man probiert nicht zu verlassen. Wenn man sich außerhalb spawnt, dann rennt man hier rein. Und zwar von dieser Kreuzung hier weiter in diesem Bereich, hier hoch, hier. Also wie gesagt, diese beiden Quadrate nebeneinander und in die vier kleinen Quadrate. Und da... Ach, da bei meinem Auto, ja. Mhm. Ja, okay. Das ist einfach da bis zum Kino hoch, ja, wo der Tattoo-Laden ist, die Straße. Dann links geht der eine runter und dann die Straße am Waffenladen entlang und rechts am Waffenladen entlang wieder hoch zum, dann dieses Gebiet da. Ja, okay. Na gut, dann gehe ich mal dahin. Scheiße, ich weiß gar nicht, wo ich da hinlaufen muss. Welche Richtung muss ich hin? Du hast das schon mal komplett falsch. Eins, zwei, drei, 14, 15. Los geht's. So, mal gucken, wo wir Jonas finden. Jo, ich hab mich grad so erschrocken, Digga. Aber ich sehe irgendwie deinen Spielnamen. Ja, an sich auch, bei dir. Kann man den auch irgendwie ausstellen? Warte mal. Hm. Komisch. Na egal, machen wir einfach so. Weil ich hab mich extra umgezogen, weißt du, und bin extra so normal gelaufen. Ja, hab ich auch gerade versucht. Na gut, dann können wir aber auch mit GPS arbeiten. Dann können wir auch Karten so wieder alles anmachen, wenn man denn das sieht, weißt du? So würde ich das nicht sagen. Du kannst okay. Ja viel besser gucken, wo du gerade bist. Mhm. Na gut, das stimmt. So, 1-0 steht schon für mich. Na, Steffen, hast du Angst? Ich habe keine Angst. Ist wieder ein Spion auf geheimer Mission hier? Sie rennen ja auf einmal alle weg. Oh, Digga, bin ich geflogen. Scheiße. Nein. Schnell weg, schnell, 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 schnell. Nein. Unentschieden, scheiße. Oh, das war so knapp, Digga. Hast du Zielen eigentlich auf Freunde an? Ich habe auf einfach. Ich habe auf alles, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Ich habe auf Freunde aus, aber ich fand das gar nicht so schlecht gerade. Na, ich weiß auch nicht, ob das immer so wirklich stimmt. Na, Stefan, wo bist du? Na, wo bist du, Jonas? Aber wo bist du, Steffen? Die Frage ist, wo bist du? Die Frage ist, wo bist du? Hast du Schiss, ja? Versteckst du dich jetzt? Ja, reicht dir das Unentschieden aus? Dann sagen wir mal einfach bis 5 oder bis 10, oder? Bis 5 machen wir erstmal. Ja, können wir mal gucken. Digga, schreibt mich einer an, ob ich morgen spielen möchte, Digga. Jo, Digga, wo kommst du denn jetzt her? Ich hab mich ganz so erschrocken einfach. Ach, da oben!
oben ist er, du kleiner Gaune, Alter. Digga. Jawohl! Ich bin in die Leiter hochgegangen, Digga. Und dann gucke ich so, hä, der muss hier doch irgendwo sein. Der muss hier irgendwo sein. Und dann chillt er da, weil ich hab dann in die Richtung gezielt und dann hab ich den Namen halt gesehen, weißt du? Ja, ja. So, warte, ich muss erstmal in die Zone rein. Aber ich glaube, ich bin direkt hier. Da sehe ich den doch schon wieder. Oh, Digga! Meine Leiter nicht getroffen. Kappa. Ja, wahrscheinlich, Digga. Yes. Die Druckwelle halt. Nein! 2-2, Digga. Uff. Scheiße. Diese Tricks-Druckwelle. Jawohl, Digga. Ja, das ist wohl verschossen, Digga. Nein, nein, ich steh auf, du scheiß Schlampe, ja? Los. Jawohl. Nein, Jonas. Ja. Kacke, 3-2 für ihn. Ah, Digga, das war nicht gut. Digga, was flucht denn der da drin? Du kleiner Arsch, Alter! Digga, wo warst du denn? Bin die Leiter hochgekommen. Nein, Digga! Als ob, Alter! Wie viel lang kann man einfach Schnee haben? Ich gucke die ganze Zeit durch die Straße runter, weißt du? So, ich bin... bin jetzt wieder ich dachte im... schon, wenn du da oben bist, ich kann dich halt einfach direkt runterschießen. Ja, ich bin wieder im Ding drin. In der Zone. Yo, Digga! Ich erschreck mich jedes Mal so hart. Ja, weil das kommt einfach übelst unerwartet. Und du hörst diesen Ton und weißt sofort, dass du direkt einfach am Arsch bist. Ja. Weil ich weiß wo, von aus welcher Richtung er ungefähr kam, aber nicht wo genau. Ich meine, ich weiß ganz genau, wo du bist, Steffen, hab Angst. Ich weiß, wo du bist. Ja, ja. Rette das ruhig weiter ein. Rette das ruhig weiter ein. Das war ein geiler Shot, Digga. Ey, ich höre, das Haus ist einfach so OP hier eigentlich. Ich muss erst mal gucken, wo ich gerade bin. Guckst du eigentlich auf die Karte? Gehst du dann ins Menü? Ich bin zweimal ins Menü gegangen, ja. Weil ich habe keine... Mach ja, einfach. Ich bin drin. Okay. Tut mir nicht leid. Digga, das Haus ist ja noch geiler. What the fuck? Digga, was? Ja! Was? Was? Da bist du schon. Du bist mich, du Hund! Du Hund, du kleiner Heuchler! Ja! Und ich hab einfach nur die Leiter gehört und dachte so, Alter, als ob du hier bist und dann kommst du da die Leiter hochgeklettert, beschleckt. Na, ich hab's als 1 gewonnen, würde ich sagen. Na gut, dann machen wir noch einen zweiten Satz. Weil die Schallwelle macht dir selber gar keinen Schaden, wa? Nee. Du bist einfach im Baum, Alter. Ich seh's da. Bei mir nicht. Guck mal. Hui! Ich mach mir doch Schaden. Bist du los, Digga? Komplett. So, und den zweiten Teil seht ihr dann auf Jonas Kanal. Jonas Spielecke. Steffen,
darfst mir nicht zu Content zwingen. Doch, musste ich jetzt mal. Nee, also wie gesagt, den zweiten Teil könnt ihr dann auf Jonas' Kanal sehen. Und das Finale seht ihr dann auf unseren beiden Kanälen. Es gibt ja nur noch eine Folge. Wieso? Na, wenn du jetzt gewinnst, ja. Aber wenn es dann halt 1-1 steht, dann gibt es natürlich jetzt noch eine dritte Folge. Ja, es gibt ja dann jetzt nur noch eine. Nee. Ja, klar. Nee. Weil ja, du verlieren klar. wirst. Jonas. Ach so. Deswegen. Also, dann würde ich mal sagen, verabschiede ich mich mal, ja. Lass eine Bewertung da, schaut bei Jonas Spielecke vorbei, weil dahin kommt ja die zweite Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hau doch rein, tschüss. Tschüss.